Hallo, meine lieben Skatfreunde, ich begrüße euch zu einer En-Deux-Liste. 18 Spiele mit geringem Einsatz hier, aber das ist ja relativ egal. Mit Tomba68. Ich muss ja hier meine En-Deux-Spiele vollkriegen. So, jetzt hier habe ich kurz überlegt, ob ich Null reize, aber beim En-Deux muss man das nicht unbedingt. Ja, die Unbekannte ist ja hier relativ gering. Meistens hat man hier nur eine 50-50-Chance beim Null. Außer man findet natürlich gut, aber so, Pik mit Vieren, ja, da werden wir wahrscheinlich, nee, da kommen wir hundertprozentig aus dem Schneider. Mit Kreuz Ass 10, mit Herz Ass 10 plus Herz Dame. Mal gucken. Ja, er muss jetzt hier ausspielen. Ja, naja. Okay, dann können wir schenken. Schneider, nicht Schneider. Ich komme ja raus. Ist ja Quatsch, was ich da mache. So. Mit 4 in Spiel 5, auf ein 6, auf ein 7. Ja. Ja, da passen wir mal. Ja, das ist natürlich, aber bei Mondeux kommen relativ, also viel weniger Spiele zustande wie beim normalen Skat, weil der dritte halt nicht reizt. So, wenn Herz Ass 10 bei meinem Partner steht, kommen wir aus dem Schneider. Nee, Herz 10 ist gedrückt. Okay, dann kommen wir halt nicht raus. Abstechen kann ich auch nichts, obwohl ich hier nur ein Kreuz habe. 7. Ja. Ja, das sicherste ist, ich spiele ihn ein. Kriege ich wenigstens noch zwei volle. Es ist Schneider, aber es ist egal. Er will, dass ich jetzt aufgebe. Mache ich nicht. Rest schenken. 10 gedrückt. Ah, zum wieder so ein Spiel, was man reizen, auf 0 reizen könnte im normalen Skat, aber bei Mondeux, wie gesagt, da ist nach dem ersten Stich, und wenn ich jetzt auch noch Ausspieler bin, braucht er sich da gar keine Gedanken machen, sieht er ja, was für Karten drin sind, welche Optionen ich habe zum Drücken. Und wie gesagt, meistens ist das eine 50-50-Chance. Manchmal sogar noch größer für die Gegenpartei. Herz. Ich bin Pik frei. Ja. So. Da haben wir den Salat. Beide Karos sind gedrückt wahrscheinlich. Pik 10 König oben gelassen. Ja. Theoretisch kann es auch sein, dass er ein Karo hat. Ja, ich stech den. Er wirft ein Kreuz ab. Okay. Ja, das ist eine schlechte Karte. So, hier muss ich natürlich als Nicht-Ausspieler eine gute Karte finden. Naja, ich sag mal 18. Mal gucken, eine gute Karte habe ich gefunden, aber ob das reicht? Ich glaube, ich werde mal hier noch einen Pik vollen mit runterdrücken. Für den Überraschungseffekt. Karo geschlossen spielen.
Weil normalerweise hält man die Karte ja so, dass man Pik Lusche mit runter, Kreuz Lusche mit runter drückt und beide Pik vollen drin lässt. Aber in diesem Szenario mache ich das mal nicht. So, wenn er kein Herz vollen legt, werfe ich Kreuz ab. Da wird er sich schon das erste Mal wundern. Die Dame legt da rein. Das sind natürlich 7 Augen. Ja, dann stechen wir den. Okay. 5 Trümpfe gegen. Krass. 17. 27. 38. 48. 59. Ja. Das ist. Da steht ein Bube. Okay, der Karo Bube. Na, dann können wir ja sogar mal Trumpf spielen. Wir können das Spiel nicht mehr verlieren. Also in dem Fall war es genau richtig, gegen 5 Trümpfe die 10 zu drücken. Ein Pik war der einzige Siegweg. So, jetzt kriege ich sogar noch einen Stich. Ich hätte sogar Pik 7 spielen können. Ah, ich habe ja schon gewonnen. Keine Chance hier aus dem Schneider zu kommen. Selbst wenn er Pik 10 nicht gedrückt hat. Ja, immer Schneider. Oder? Gibt es eine Möglichkeit für mich rauszukommen? Nee, gibt es nicht. Schneider. Tja, meine Karten sind sehr, sehr durchwachsen. Ja, wenn man bedenkt, was ich da gereizt habe, ein Fünftrumpfer mit Ass, 10 in der Beikarte, mit einem Trumpf vollen, mit einem Jungen, war bisher das einzige Spiel, da habe ich sogar noch ein Ass gefunden. Ja. Zweimal so ein wackeliger Null, den man hätte anreizen können. So, was ist jetzt? Tomba lässt sich sehr viel Zeit bei dem Spiel. Herz. Zweimal geöffnet. Hätte ich den nie. Der ist viel zu schlecht. Er hat Karo 10 gedrückt. Er hat. Was hat er noch gedrückt? Pik König. Gut, er hat hier Glück, dass Kreuz 2-2 steht. 18. Ich mache 2 Trumpfstiche. 15 und 18 sind 33. 33, ja, gewinnen werde ich ihn nicht. Gewinnen werde ich das Spiel nicht.
31. Dreiundvierzig, 46. Ich kann jetzt nur hoffen. Ja, doch, ich gewinne es doch. Ich komme auf 61, ne? Weil er mir Kreuz König anbieten muss. Danke, dass du den zweimal geöffnet hast. Ja, die Karte war einfach zu schlecht zum zweimal öffnen. Er hat ja, wie gesagt, noch Glück gehabt, dass Kreuz 2-2 stand. Aber mit seinen Grands liegt er halt trotzdem vorne. Ne? Mit 3-2 ist er normalerweise schlechter, weil ich ja zweimal 40 Punkte von ihm kriege und zweimal sein Spiel doppelt verloren gezählt hat. Aber er ist trotzdem vorne, ne? Und zwar gewaltig. Also, wenn man das normal vergleicht in der Liste, dann ist es halt so, dass du mit 1-0 immer besser stehst als mit 3-2. Das sind einfach. Ja, aber beim Rondeau ist das ein bisschen anders. Wenn du einen Grand halt zweimal öffnen kannst, der zählt halt dann von Hause aus schon mal 48 Punkte mehr als ein nicht geöffneter Grand. Und das ist natürlich schon gewaltig. So. Das ist hier wieder so ein Spiel. Ne? Grand zweimal geöffnet. Jetzt hat er hier ein bisschen Glück, dass der hier so viel Volle hat. Mein einziger voller Kreuz Ass ist. Ja, und das auf dem Jungen hier von mir. Naja, es ist echt gruselig. Gruselig, gruselig, gruselig. Ich kann nicht mal hier einen Vollen reinhauen. Das ist verrückt. Kreuzchen hat er gedrückt. Ja, das war's. Rest schenken. 74. Ja, das sind diese Spiele, die einfach mal richtig zählen beim Mondeux. Und ich finde. Ich finde hier zu jeweils meinen Blanken noch einen dazu. Oh, ist das gruselig. Ist das gruselig. Ach, ist das gruselig. Naja, irgendwie werde ich mal ein Herz spielen, ne? Gegen vier Trümpfe. Aber beim Pik wäre ich auch gegen vier Trümpfe gelaufen. Naja, zumindest mal Trumpf 10 können wir uns ja abholen. Ja, ich muss mir den Karo König hochspielen, oder? Muss ich das oder muss ich das nicht? Er haut Kreuz Ass rein. Er weiß ja nicht. Ja, doch, er wird wissen, was ich gedrückt habe. Naja, nee, machen wir so. Weil jeder drückt hier in dem Fall Kreuz, weil er da die Dame hat. Er haut Pik rein. Okay. Das wundert mich. Ja gut, er hat Pik Ass, 10 König, Dame. Okay. Aber wo will er jetzt mit Kreuz Ass hin? Beide haben. Es ist eigentlich vollkommen egal, ob ich Karo Ass spiele oder unter Karo Ass. Es ändert sich gar nichts. Gar keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Mit dreien.
Ach, ist das geil, ey. Das ist wieder so typisch, ey. Ja. 1:1. Eieieiei. Oh, den später geschlossen. Das ist erstaunlich. So erstaunlich ist das auch wieder nicht. Karo König. Wahrscheinlich hat er Karo König und Kreuz Lusche und Herz 7 gedrückt. Ja. Hey, er hat doch anders gedrückt. Ja. Machen wir das so. Jetzt liegt junger Ast drin, genau zu meiner Farbe. Ja. Perfekt. Oh, da haben wir jetzt mal ein Monster, eine Monsterfindung gehabt. Könnte schwarz sein, könnte Schneider sein. Theoretisch aber auch raus, ne? Wenn zwei blanke Asse abgestochen werden. Alles ist möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist Schneider. Er bietet mir Schneider an. Ich kann ablehnen. Ich gucke mir die Karte an. Ja, er kann ja Schneider anbieten. Obwohl die Jungs hier auf, ne, die Jungs sitzen tatsächlich auf einer Hand. Drei Spiele. Ja, ich muss jetzt Risiko gehen, weil, ach, ich finde wieder so ein Scheiß, ey. Meine Fresse. Ja, hier muss ich mal ganz anders drücken, weil das Spiel ist so schlecht. Da habe ich gar keine Chance. Aber wenn der Kreuz blank war, habe ich auch keine Chance. Und der war blank. Der war blank. Eieieiei. Und vier Trümpfe gegen. Mann. Ich glaube, das Beste für ihn wäre jetzt Trumpf zu spielen oder Herz. Ist eigentlich egal. Ich kann ihn sowieso nicht gewinnen. Die haben ja jetzt schon 35. Herz stechen wir mal. Kann ich hier auch mit Maß stechen? Naja, macht nur noch einen 37. Kreuz hat er nicht. Stechen. Jetzt hat er nur noch ein Karo.
muss er Herz reinhauen. 37, 47, 51 hat er schon. Also mit Karo Ass hat er schon gewonnen. Er kann jetzt alles spielen. Herz Ass kriege ich. Müsste ich noch kriegen? Nee. Spielt er doch. Ich will jetzt aber Herz Ass haben. Nee, ich kann auch Karo Ass kriegen, ne? Wenn er jetzt nicht Karo Ass spielt, sondern Kreuz Lusche, dann kriege ich Karo Ass, aber er kriegt Herz Ass. Er ist egal, er hat in jedem Fall gewonnen. Das ist vollkommen egal. Zwei zu zwei, ja, so macht Skat Spaß. Oh, diese Findungen sind aber auch sowas von grottig. Sich gedrückt. Naja, ich muss jetzt einen Rang zweimal geöffnet spielen, wenn ich noch eine Chance haben will. 20, 28, 48. Ja, glücklicherweise gewonnen das Ding. Hab jetzt schon 63 und mach noch einen Bubenstich. Kann jetzt eigentlich auch Bube Bube spielen, damit er beide Pikstiche macht. Das ist, glaube ich, für ihn das Beste. Ja, er kann auch Karo Lusche spielen. Dann werfe ich Pik ab. Ah, vielleicht kriege ich dann sogar noch mehr. Ich glaube, Bube Bube ist das Beste. Da kriegt er auf jeden Fall drei Stiche. Oh, jetzt hat er mir sogar noch die Dame gegeben, statt den Buben. Ach so, nee, ist für ihn tatsächlich besser. So habe ich nur 3 Punkte statt 4 Punkte gekriegt. So, haben wir 0? Mal umsortieren auf 0. Nee. Ja, man kann den 0 spielen, so drücken hier. Aber der ist schlechter wie ein anderes Spiel. Ich werde wahrscheinlich den Herz spielen. 7 Augen mit einem Zwei-Farben-Spiel. So ist halt die Frage, ob ich den öffne. Nö. Ich spiele den mal geschlossen. Ich kann die Liste sowieso nicht mehr gewinnen. So weiß er wenigstens nicht, was ich gedrückt habe. Natürlich weiß er das. So, nach dem ersten Stich weiß er es. So. Naja. Ja, Kreuz 2-2, Trumpf 2-2, also die bestmögliche Konstellation für mich. Ich kriege allerdings den Trumpf voll nicht. Kann der jetzt noch ein Kreuz abwerfen auf Karo? Weiß ich gar nicht. Ja. Karten aufdecken. Da hat er gewonnen. Glückwunsch mit 4 zu 3 gewonnen gegen 4 zu 2, weil seine Spiele einfach viel teurer waren. Mit 4 zu 3, 377 Spielpunkte ist schon utopisch. Gucken wir uns mal seine Spiele an. 144 gewonnen, 168 gewonnen, 192 gewonnen, 77 gewonnen. Ja, das ist heftig. Und meine gewonnenen? Karo einfach. Hier hatte ich mal einen teuren Rang. 120, der wäre für ihn billig. Ein 96er noch und ein 20er.
Ja, das ist der Unterschied beim Skat, ne? Aber verhältnismäßig wenig verloren war eine kleine Liste. Wie viel habe ich insgesamt verloren? Zwei verlorene sind 2 mal 40 Cent. Bei 1 Euro Einsatz ist das hier relativ wenig. So, warte mal, Tischgeld 30 Cent, 1,30. 2,19. 2,59 habe ich verloren. Ja, das ist ganz okay. So, im Championship hat mich das hier wieder beim Ondö 18 Spiele vorangebracht. Ne? Also hier zählen tatsächlich nur Open, Skat Open und Ondö Open. Das Ondö mit Pinke zählt hier nicht rein. So, wir könnten eigentlich vielleicht noch ein Jackpot-Duell spielen. Mal gucken. Guck mal hier, der spielt 3 Euro und einen halben Cent nochmal. Können wir auch machen, ne? Nochmal einen ranhängen. Ja, machen wir das. Hier sind, glaube ich, aber jetzt die verlorenen Spiele teurer. Ich glaube, bei 3 Euro kosten die verlorenen Spiele mehr. Ja. Naja, mal gucken. Wenn das weiter so geht, habe ich ja hier auch keine Chance. Das ist meine Erfahrung auch, dass die Spiele, also wenn du gegen einen Spieler spielst, relativ im kurzen Abstand, ist der Listenverlauf danach fast der gleiche. Also ich gehe kein Risiko ein. Ich werde hier versuchen, diszipliniert diese Liste zu spielen. Oh, sind das schlechte Karten, ey. Hohohoho. Kein Ass, kein Bub. Eine 10 nur, keine lange Farbe. Ja, da musst du immer, eigentlich musst du froh sein, wenn hier jetzt kein Grand zweimal geöffnet rauskommt mit Vieren oder sowas. Granghand zweimal geöffnet. Ja, unverlierbar. Können wir hier aus dem Schneider kommen? Einmal 15, Kreuz. Ah, ich mache Kreuz. Ah, okay, ich komme raus. Das ist ja schon mal ganz, ganz nett. So, ich kann den hier auch gleich anbieten. Einfach gewonnen. Ja, ne? 144 plus die 194 ist sein erstes Spiel. So also ein teures Spiel hatte ich in der Liste zuvor gar nicht. Das ist sein erstes Spiel. Granghand mit Zweien, zweimal geöffnet. Und hier geht's gleich weiter. Also wenn ich diese Liste gewinnen sollte, wäre das ein kleines Wunder. Aber nicht, weil ich jetzt hier viel schlechter spiele als Tomba, sondern einfach, weil einfach die Karten so sind, ne? Guck mal hier, wieder ein zweimal geöffneter. Die Kreuz 10 steht auch noch blank. Trümpfe stehen 3 zu 2. Also, wie könnte es besser sein? Ich mache zwei Trumpfstiche, ein Kreuzstich. Ah, da ist der erste Trumpfstich. 7. Ähm, 21. Ja, wird trotzdem Schneider sein, oder? Ach nee, ich komme doch raus. Ich habe gerade einen Weg gefunden, rauszukommen. Muss er hier schon Trumpf abwerfen? So. So, ich ha, gerade habe ich bei diesem Spiel Kreuz Karo gefunden, jeweils die 7. Diesmal habe ich ein Herz gefunden. Ja, minimal besser. Aber ja, jetzt können wir hier, ja, ich spiele den Eimer geöffnet hier. Wenn die Trümpfe, wenn 4 Trümpfe gegenstehen, werde ich den verlieren.
Ja, stehen vier Trümpfe gegen. Und Beak steht auch zu dritt. Ja, geil. Super. Zwei Pikstiche abgeben und noch zwei Trumpfstiche. Ja, super. Trumpflusche steht da. Nee, Trumpfdame steht da blank. Gar keine Chance. Ein Trumpf vollen kriege ich. Das habe ich gedrückt, drei Augen. Naja, mal gucken, wie er spielt. Also eigentlich habe ich gar keine Chance. Er könnte sogar hier jetzt Karo Lusche weiterspielen. Ja, es ist nicht optimal. Karo, er muss mir jetzt eigentlich schon was anbieten. Macht er auch. Oh. Ja. Den habe ich gar nicht, den hat er anscheinend durchgerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den gewinnen kann. Ich habe da gar nicht groß gerechnet. Oh, ich habe 5 Volle, 3 Asse, 2 Zehen. Und er sagt 18. Na ja, gut, er wird wahrscheinlich Herz haben, lang, mit Buben. Kann sogar ein Grand sein, ne? Werden wir gleich sehen. Kommt drauf an, wie lang Herz ist. Nee, es ist ein Kreuz mit Vieren. Okay, können wir da nicht eventuell sogar 60 kriegen? Nee, können wir nicht, weil ich ein Herz mit habe. Und die Trümpfe stehen exakt 2 zu 2. Wenn hier eine 3-1-Trumpfverteilung gewesen wäre, hätte ich, wenn der hier drei Trumpf eventuell einen abwerfen können. Oder ja, kann ja auch mal 4-0 stehen. Oder ich bin ganz herzfrei. Aber wir sehen alleine schon an den ersten zwei Spielen, er hat zweimal geöffnet und ich habe einmal geöffnet. Und der Punkteunterschied ist schon wieder, er macht sein drittes Spiel und hat schon fünfmal so viele Punkte, ne, wenn er das Spiel gewinnt. Ja. Also das ist sowieso meine Erfahrung. Ich habe wenig sehr teure Spiele. Also wirklich sehr wenig. Also diese 100, 120er, 144er, 168er sind bei mir so selten. Hier wieder ein Grand zweimal geöffnet. Gut, jetzt stehen beide Jungs dagegen. Aber ich überlege, ob ich Karo Dame, naja, Karo König wird da wahrscheinlich gedrückt haben. Ich spiel mal Karo Lusche an. Oh, er hat gar kein Karo gedrückt. Das ist interessant. Naja, Karo 10 biete ich ihm an. Ich kann vielleicht aus dem Schneider kommen. Ach ja, 10 steht blank. Ich kann nicht aus dem Schneider kommen, oder? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Ja. 10. Und er wirft trotzdem ab. Okay. Interessant. Was macht er denn? Ich verstehe das, seine Taktik nicht. Also so komisch kann man diesen Grang doch gar nicht spielen. Kann ich sogar noch Herz Ass stechen. Er hat doch hier die blanke Herz 10 gesehen. Was ist das denn? Ist eigentlich egal, was ich da reinmache. Herz Ass mit Herz Dame kann ich stechen. Mehr geht nicht. Rest schenken. 73. Da kann er. Ich glaube, den gewinnt der Schneider, wenn er Karo 10 sticht. Er kriegt Karo 10, er kriegt Herz 10, er kriegt Herz Ass. Das hat er jetzt alles nicht gekriegt. Tja.
Ja, ich sag mal 18. Auf gut Glück, dass im Skat was liegt. Zwei Asse. Okay. Ja, drücken wir mal. So ist eigentlich, würde ich sagen, der Standard. Man kann auch so drücken. Hier, zwei Asse. Und jede Farbe muss einmal laufen. Kann man auch machen. Aber wie oft ist es beim Ondö so, dass du dann das eine Farbe nicht läuft? Aber ist egal, ich mach's. Ich spiele einen Gang zweimal geöffnet. Ich kann ja auch noch einen Jungen ausspielen. Guck mal hier, der ist pikfrei. Ja, Kreuz stand 2-2. Meine erste Drückung wäre wesentlich besser gewesen. Aber es reicht mir trotzdem, weil ich das Glück habe, dass der, der pikfrei ist, nur einen Buben hat. Aber guck mal an, der hat nur ein Herz, ne? Beinahe wäre das Ding in Herz, also Herz als Blankabstich mit der 10. Nur eine Karte anders. Ja. Das ist krass. Ja. Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich den verliere. Ja, war ja schon fast, ne, zwei, eine Karte anders und ich verliere das Ding fast Schneider. Ne, wenn der jetzt sein Herz tauscht mit, mit was muss er den Herz tauschen? Ist ja eigentlich egal. Der eine ist dann herzfrei, der andere ist pikfrei. Und einen Buben kann er noch tauschen. So, ja, Karo ist Trumpf, er kommt selber raus. Ohne Vieren. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Pik, können wir stechen. Ich kann ihn nicht auf Schutz setzen. Er hat 5 Trümpfe mit 3 Asse dabei. Kreuz Ass hat er blank, da hat er keinen von gedrückt. Ja, machen wir das mal. Huch, ich kann gar keine Karte legen, warum nicht? Spielen wir Kreuz. Oh, jetzt kann er schon. Doch, er kann theoretisch auch Trumpf spielen. Ja, muss er aber auch nicht. Rette ich erstmal die Dame. Lol. Ja, er hat die beiden Piken gedrückt. Krass. Gewinnt hier fast Schneider ohne Vieren, obwohl die Trümpfe 4-2 stehen. Oh, ich bin ein bisschen in der Karte. Naja, er reizt, er soll spielen. Ich bin sowieso ein bisschen zu groß, habe ich so den Eindruck, ne? Ich mach mich mal ein bisschen kleiner. Er drückt um. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Karo. Naja, ich komme blank raus. Oh Gott. So ein Mist. Trümpfe. 3-3. Ich spiele blank aus, naja, um ein bisschen die Trümpfe zu trennen. Wobei ich dadurch natürlich einen Trumpfstich verschenke, ne? Pik, Junge. So, Pik hat er einen. Pik Ass 10 kann ich auf keinen Fall spielen. Ich muss Kreuz spielen.
Ja, er hat tatsächlich Pik in der Hand gehalten. Ich hätte, ja gut, das war meine Chance. Naja, egal. Herzausspiel war, glaube ich, die einzige Gewinnchance für ihn. Blank. Das war auch wieder ein typisches Beispiel für Blank, was man nicht machen sollte. So, jetzt habe ich hier auch wieder einen ganz schlechten Null. Naja, so schlecht ist er eigentlich nicht, aber beim Ondeux ist er schlecht. Aber ich sage trotzdem 18. Er kann sich auch zum Nulle Wehr entwickeln. Hier ist es eigentlich besser. Ich mache mich noch kleiner. Hier? Ne, da liegen die Karten. Ich sehe gerade, ich habe hier die letzten Spendenaufrufe auch noch dabei. Naja, es macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ich muss andauernd die Karten wechseln. So, mal gucken. Was ist denn das jetzt? Krank. Beim Ondeux ist. Achso, ich muss ja sowieso erstmal die Jungs verteilen. Was hat er denn gedrückt? Ass, Herz hat er 10. König Dame. Pik hat er 10 und 8. Kreuz hat er Ass und 9. Karo hat er Ass, König. Und Lusche. Interessant. Ja. So. Pik hat auf jeden Fall gedrückt. Da hat er. Ja, Pik nachspielen macht auch keinen Sinn. Ich muss ihn eigentlich, glaube ich, in Herz einspielen. Was hat er denn gedrückt? Ist ja. Unglaublich irgendwie. Sechzig. Konnte er da nicht mehr kriegen? Ich weiß es nicht. Herz. Kommen wir mal mit Karo raus.
Karo sind zwei draußen, hat er einmal bedient. Okay, dann hat er zwei Kreuzen gedrückt wahrscheinlich. Sechs Trümpfe, ja, hat er. Zwei Kreuzen gedrückt. Das heißt, er hat noch ein Karo und er hat Ass, Ass, König in Pik. Naja, holt er sich jetzt erstmal die Trumpf 10. Ja. Und den Trumpf König. Und ich kann. Doch, ich kann noch ein bisschen Druck ausüben mit Kreuz. Erstmal muss ich den Karo spielen. Und jetzt muss ich den Kreuz spielen und da muss er Kreuz König abwerfen. Oder eben nicht. Ja. 72. So habe ich sogar noch ein Auge mehr bekommen. So. Tja, wie läuft das jetzt? Pik spielen, wirft da Herz weg. Ja. Er wirft dem wirklich Herz weg. Naja, so habe ich den Pik König noch gekriegt. Naja, also ansonsten wäre es 60 geworden. Kein Unterschied. Oh, 7 Trumpf, 3 blanke 10. Ey, den muss ich ja reizen. Das geht ja gar nicht anders. Weil sonst habe ich ja immer verloren. Ach so, jetzt bin ich in den anderen Karten. Ich weiß gar nicht so. Es ist ganz schwierig, hier eine richtig gute Position zu finden. Entweder sind hier die Karten, da der Stich. Ich muss bis 48 reizen. Zwei Herzen liegen drin, das geht ja noch. So, Kreuz einmal geöffnet reicht. Trümpfe 2-2, Herz Ass blank. Ja, ich würde sagen, fast die ideale Kartenverteilung. Er kann auch, glaube ich, die Trümpfe nicht trennen. Oder? Kann er sie über Herz trennen? Herz Ass 10, Herz Ass, Trumpf, nö. Ich kann die Trümpfe nicht trennen. Oh Mann. Jetzt muss ich aber schnell spielen hier.
Das vierte Ass liegt drin. Ja. Spielen wir mal ein Kreuz. Zweimal geöffnet. Vier Trümpfe gegen. Ja, steht aber alles. Okay. Hätte ich auch einen Grang zweimal geöffnet spielen können. So, ich muss die Liste jetzt tatsächlich abbrechen. Ich mache mal Pause und wir spielen die dann später weiter. So, da bin ich wieder. Ja, leider den Rest der Liste habe ich gespielt ohne Aufnahme. Aber wir gucken uns die Spiele jetzt mal an, die fehlen. Bis Spiel 18 waren wir dabei. Und ja, jetzt sind wir hier bei Spiel 19. Tobias hat hier, nicht Tobias, Tomba hat hier 22 gereizt. Also ich selber habe hier einen Pik einfach gereizt ohne Öffnung. Hätte wahrscheinlich auch gewonnen mit dem Skat. Wahrscheinlich hätte ich Kreuz, König und Herz, Dame gedrückt und den Pik gespielt, einmal geöffnet. Ja, Trümpfe 2-2, Karo 3-2 hätte ich wahrscheinlich gewonnen. So, aber es hat der Tomba gespielt, hat hier ein Herz einmal geöffnet gespielt, hat so gedrückt. Herz, Kreuz, Pik, Dame und Kreuz Lusche hat sich beide Asse blank gedrückt, hat dieses Spiel einmal geöffnet. Hätte er wahrscheinlich nicht, wenn er es nicht gemusst hätte, aber bei einer 22-Reizung musste er den öffnen. Erster Stich. Er hat Trumpf Lusche ausgespielt. Ich habe hier die Dame rausgenommen, habe dann Karo blank gespielt. So, er hat jetzt Kreuz Ass gespielt, er hat Pik Ass gespielt, er hat Karo weitergespielt und ich hatte jetzt die Entscheidung, was biete ich ihm an? Ich hatte aber erst überlegt, also ich werde Karo König zu spielen und mit Trumpf Ass zu stechen, damit er Trumpf Ass nicht bekommt. Aber dann dachte ich mir, dann kann ich ja niemals Trumpf 10 bekommen. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde nicht stechen, werfe hier den Pik weg. Und jetzt habe ich überlegt, was bietest du ihm an? Spielst du eine 10, stichst du mit dem Jungen vor? Oder ich habe gedacht, ich biete ihm erstmal das Wenigste was an, was möglich ist. Und zwar Kreuz, Lusche, Trumpf, Ass. Also, weil einen Vollen mit dem Buben muss er normalerweise kriegen. Und er hat jetzt sich dafür entschieden, dieses nicht zu nehmen. Ja, und jetzt hat er aber gar kein Volles mehr gekriegt. Und ich habe seine Pik 10 noch gekriegt, habe hier Junge Junge gespielt. Der letzte Stich mit 22. Also, er hat jetzt hier 7 bekommen.
Und hätte, wenn er Herz Ass gestochen hätte, hätte er 13 gekriegt. Und insofern hätte er also 6 Augen mehr bekommen. Und das hätte ihm nicht gereicht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau war, hier Karo zu spielen. Ah. Naja, ich glaube aber, so richtig wehren kann er sich bei dem Spiel nicht. So, am Ende hat er 50 gehabt. Wir gehen ins nächste Spiel. Hier spiele ich ein Spiel. Und zwar, ja, habe ich hier 18 gesagt. Mit 5 Trumpf in Karo, 5 Trumpf in Kreuz. Finde hier sehr schlecht. Habe genau das gedrückt, was im Skat lag. Und habe jetzt hier die Wahl zwischen einem Kreuz und einem Karo und habe mich hier für den Karo entschieden. Gegen 5 Trümpfe eröffne das Spiel mit Pik Bube, krieg Trumpf Ass. So, jetzt spiele ich die anderen beiden blanken Asse und jetzt spiele ich Kreuz. Jetzt spielt er Kreuz. Jetzt spielt er Herz 10, die steche ich. Und ja, jetzt spiele ich Kreuz König, die sticht er. Und ich kriege am Ende noch den Karo König hier. Hätte ich den hier mitgenommen, hätte ich tatsächlich noch mal einen Punkt mehr bekommen, als ich gekriegt habe. Aber ich wusste, es reicht auf jeden Fall. Und insofern habe ich hier mit 65 gewonnen gehabt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das wurde eingepasst. Hier hatte der Dummy 4 Jungs. Also ich denke mal, hier wäre es schwer geworden. Das einzig mögliche Spiel, was ich hier so sehe, ist ein Karo. Nee, warte mal. Doch, es ist ein Karo-Spiel. Herz steht 2-2. Trumpf Ass bekommt er nach Hause. Ja, aber der wird auch nicht zu gewinnen sein. Also ich glaube, hier wird gar kein Spiel gewonnen. Deswegen ist das Einpassen hier auch schon richtig. So, nächstes Spiel bin ich eher in Vorhand. Halte die 18, finde Pik Bube und habe jetzt hier einen Grang zweimal geöffnet, Schneider gespielt. Ja, ich gebe einen Stich in Herz ab. Karo König steht nicht zu dritt. Und jetzt kommen wir zum 23. Spiel. Das wurde hier wieder eingepasst. Ja, Herz Ass hätte mir oh, ganz gut gepasst. Dann hätte ich ein Herz gespielt, aber gegen 4 Trumpf. Aber Kreuz 10 blank hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Entschuldigung. Ich habe heute ein bisschen viel geredet. Ja. So, kommen wir zum letzten Spiel. Hier hat Tomba 40 gereizt. Ich habe hier tatsächlich den Karo ohne 2 in einmal geöffnet gereizt und erst bei 40 gepasst. Und er findet jetzt hier noch Herz Ass und hat jetzt hier ein schönes Spiel. 7 Trümpfe mit Kreuz Ass zu dritt. So, und ja, da hatte ich ja, wie war denn das Spiel? Also der erste Stich war Kreuz blank. Ja, jetzt habe ich angeboten, ich komme raus, weil ich habe ja, ich mache hier noch 2 Kreuzstiche. Und er kann hier jetzt Pik Ass und Karo 10 oder Pik Ass, Pik 10 laden auf die 2 Kreuzstiche und damit sind wir aus dem Schneider. Und so ist das Spiel auch dann gegangen. Also ich habe halt einfach gewonnen angenommen. Und dann hatten wir folgende Endabrechnung. Ich habe 6 zu 0 Spiele gespielt, Tomba hat 8 zu 3 Spiele gespielt, ich hatte 859 und er hatte 485. Also ich hätte damit nicht gerechnet. Ihr habt es ja gesehen am Anfang der Liste. Er hat die viel teureren Spiele und auch viel mehr Spiele gemacht. Er hatte hier schon 6 zu 0, wo ich 2 zu 0 stand. Und ja, da hat er aber zum Schluss nur noch 2 zu 3 gespielt. 3 Spiele verloren, 2 Spiele gewonnen. Interessant wäre es geworden, wenn er tatsächlich nur noch seine beiden Gewinnspiele reizt. Dann hätte er hier 8 zu 0 abgeschlossen und ich hätte mit 6 zu 0 wahrscheinlich das Hintertreffen gehabt, ne? Also er hat hier bei den Verlustspielen hat er 110, 170 sind 280, sind 146 sind 4.
26 plus nochmal 120 sind 566, wenn ich das richtig gerechnet habe. Dann ist er über 1000, also ich hätte das Spiel verloren. Ja, ich hätte hier 120 weniger gehabt und er hätte hier über 1000 gehabt, also da hätte ich keine Chance gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob man seine Spiele reizen musste. Wir können ja mal reingucken. Spiel 13, Spiel 15, Spiel 19. 13, 15, 19. Wir gucken mal rein. 13. So, was hat er denn hier? Ja, doch, den muss man eigentlich reizen, ne? Also er hat Karo 5 Trumpf. Er kriegt das Spiel, aber ich weiß nicht, ob man hier Grand spielen muss mit der Karte. Also ich glaube, den Grand muss man nicht spielen. Und wieso hat er so komisch gedrückt? Also er hat zum Beispiel, wenn er jetzt hier Pik 10, Pik Lusche drückt, kann er Pik Ass stechen. Warte mal, wie ging denn das Spiel los? Er spielt einen Junge an, so. Dann spielt er Karo. Dann komme ich mit Pik. Dann komme ich mit Herz. Dann komme ich mit Herz zurückgeschoben. Hier muss er natürlich eigentlich auch Kreuz Ass vorher abspielen. Ja, zum Schluss mache ich halt noch die 24. Ich weiß nicht, also ich glaube, den hat er schon etwas komisch gedrückt und auch, ich weiß, wie gesagt, also ich denke hier den Herz, ich weiß gar nicht, beim Herz, beide Pik drücken, den Herz spielen, ist vielleicht auch eine Variante. Er kann ja auch 20 drücken bei dem Grang, ne? Also Kreuzlusche muss man jetzt nicht unbedingt drücken. Ja, also ich weiß es nicht. Also ich glaube, das war nicht ideal. So, gucken wir mal zwei Spiele weiter. So, jetzt hat er ein Kreuz zweimal geöffnet gespielt. Warte mal, wo ist er denn hier? Tomba hier. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt machen, dass man den zweimal öffnet, Vorhand. Er spielt Trumpflusche aus, kommt Karo, Bube, okay. Jetzt kommt Pik Ass, Karo, muss er stechen. Trumpf, Dame, Karo, muss er stechen. So, Herz. Hat er gespielt, Herz hat er gespielt. Ich weiß nicht, hier ist es, ob das hier nicht vielleicht sinnvoller ist, noch mal einen kleinen Trumpf zu spielen. Keine Ahnung. 56. So, und hier hat er jetzt noch mal einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar Pik König hat er nicht gestochen. Also wenn er Pik König sticht, kriegt er 60 auf das Spiel. Ja. Aber das reicht natürlich auch nicht, ne? Ja. So, und dann, was war das noch für ein Spiel? Hier, das Spiel, was er verloren hat. Spiel 19. So, da habe ich auch gereizt. Ja, das Spiel haben wir ja gesehen. Also, da muss er nicht unbedingt gegenhalten. Aber ich gewinne ja mein Spiel auch. Also, ich sag mal, er hätte passen können und ich glaube, dieses Spiel hier, das gewinnt er. Ach so, nee, das war es gar nicht. Den Grang, den er mit 60 verloren hat. Ich glaube, den kann er gewinnen. Also, diese Kreuzlusche, die drücke ich, glaube ich, auf keinen Fall. Wenn ich den Grang spiele, drücke ich wahrscheinlich Herz 10 und Pik 10. Und nach dem Jungzug werde ich wahrscheinlich auch Karo Lusche spielen. Ja.
Naja, egal. Das war's dann von mir. Ich sag tschüss, bis bald, euer Quantus.